Aufgrund des milden Winters und den vielen Niederschlägen wurden im ersten Grünfutterschnitt überall im Einzugsgebiet des Lohnunternehmens Reif Rekorderträge eingefahren. Während des ersten Schnitts waren somit mehr als 60 Mitarbeiter und Aushilfen in die stressige Kampagne involviert. Wir haben dem Team Reif 2 Tage lang über die Schultern geschaut. Mehr als 200 landwirtschaftliche Betriebe vertrauen bei der Grünfutterernte auf Dienstleistungen des Lohnunternehmens Reif. Vom Walztraktor bis zur kompletten Häckselkolonne, Ladewagen oder Ballenpresse. Die Kundenanforderungen sind sehr unterschiedlich. Reif bietet mit seinem Fuhrpark ein hohes Maß an Flexibilität und Schlagkraft. Weite Teile der Mäharbeiten übernimmt das Lohnunternehmen Fonk als Subunternehmer für Reif. Eine der Mähkombinationen stammt von Lely. Das Mähwerk hat eine Arbeitsbreite von 8,90 Meter. Die Arbeit am Feldrand ist für Fahrer Alain auf dieser Wiese knifflig. Ordentlich soll es aussehen, eine Kollision mit dem Zaun wäre aber fatal. Der neue Liner 4000 ist mit seinen 15 Meter Arbeitsbreite der größte Schwader, den Klaas im Programm hat. Durch die große Arbeitsbreite lassen sich Fahrspuren einsparen und das Feld bestmöglich für die nachfolgenden Erntefahrzeuge vorbereiten. Fahrer Erik arbeitet bei Reif als Aushilfe. Am liebsten ist er mit dem Schwader unterwegs. Der Vierkreiselschwader ist über Isobus mit dem Traktor verbunden. Das Arbeitsgerät lässt sich so sehr komfortabel bedienen. Ob der Ladewagen oder der Feldhäcksler vom Kunden angefordert wird, hängt häufig vom Schnittzeitpunkt ab. Wird früher gemäht, ist der Ladewagen bevorzugt. Bei späterer Ernte ist es der Feldhäcksler. Insgesamt hat das Lohnunternehmen Reif 10 Ladewagen und 8 Feldhäcksler in der Flotte. Auf dem Silo walzt bei diesem Kunden ein auf 17 Tonnen aufballastierter Fendt 900 Vario. Der Holaras-Verteiler wird oftmals dann eingesetzt, wenn die Silagemiete überfahren werden kann. Meist reicht eine Überfahrt zum Verteilen und der Schlepper kann mit dem Verdichten beginnen. Von diesem Kunden in Luxemburg wurden nur der Klaas Jaguar und ein Walzradlader angefordert. Besonders machen diesen Betrieb die fast 2000 Ziegen, welche zur Milchproduktion gehalten werden und genauso wie Kühe ein hochwertiges Futter benötigen. Da die Miete bei diesem Kunden nicht von den Transportfahrzeugen überfahren werden kann, ist hier der bis zu 20 Tonnen schwere Radlader die erste Wahl. Mit der Silagegabel haben die geübten Fahrer das Erntegut schnell verteilt. Romain Fonk arbeitet heute mit dem Krone Großflächenmähwerk. Je nach Flächenstruktur und Aufwuchsmenge sind damit Leistungen bis zu 10 Hektar pro Stunde möglich. Interessant macht das Mähwerk die Möglichkeit der Schwarzzusammenlegung. Etwa 20% der Aufträge werden damit ausgeführt. Vor allem bei den späteren, weniger ergiebigen Grünlandschnitten können so Kosten, Zeit und Überfahrten eingespart werden.
Quader- und Rundballenpressen des Lohnunternehmens Reif stehen natürlich auch für die Grünfutterernte zur Verfügung. Die neueste Presse ist diese Krone-Comprima-Presswickel-Kombination. Etwa 60 Rundballen lassen sich damit pro Stunde herstellen. Bei den Feldhäckslern laufen in der Flotte von Reif sowohl ältere Jaguar ab Baujahr 1998 als auch die aktuellste Häcksler-Generation. Zur letzten Saison neu angeschafft wurde dieser Jaguar 950. Unter anderem mit Autofill ausgerüstet, ist die 585 PS-Maschine perfekt geeignet für die schlagkräftige Gras- und Maisernte. Aus nördlicher Richtung zieht auch an diesem Abend am Horizont wieder ein Gewitter auf. Noch etwa 25 Hektar liegen im Feld. Nachtschicht für Häckslerfahrer Kevin und seine Crew. Nicht die erste in dieser Saison und sicherlich auch nicht die letzte. Zufriedene Kunden sind schließlich die Basis eines erfolgreichen Lohnunternehmens. Besucht die Facebook- oder Internetseite des Lohnunternehmens Reif und informiert euch genauer über den Fuhrpark und die Dienstleistungen des Unternehmens. Alle Neuheiten zur Saison 2016 präsentieren wir euch in Kürze in einem separaten Video hier auf YouTube. We'll be right back.